relativ so, wichtig. So, herzlich willkommen bei der neuen Staffel von Let's Play Minecraft Technik SPROT. Man hört den Maker dazwischen sehen und ich glaube, ich muss mal ganz schnell wieder mich entwürfen. So, jetzt hatten wir aber dann dummerweise gerade eben vergessen. Und zwar haben wir eine zweite Seite des Quadrates. Max, würdest du dir bitte vorstellen, unsere lieben Community-Mitglieder? Wenn ich sie alle zusammenkriege, ja. Dann probier's doch mal. Das ist hier zum einen Raupe Lizard. Hallo. Der darf sich ruhig mal melden. Der auch extrem viel getestet hat. Auch mit mir zusammen viel getestet hat auf dem Server, bis das alles läuft. Viele Sachen aufgebaut hat, Bugs auch entdeckt hat und gemeldet hat und so weiter. Dann nicht verstecken. Ja, da verstecken sich wieder. Das Seppel93, auch bekannt unter Sepp. Der da auch mitgewirkt hat. Jetzt zuckt er hier ein bisschen rum. Dann haben wir noch den Olli, der auch den Server wartet, richtig? Olli? Mehr oder weniger. Hallo. Ja, mehr oder weniger, nicht so bescheiden. Ja. Soweit, so gut. Habe ich jemanden vergessen noch? Aktuell eigentlich hätte ich mal gesagt nein. Mit einer kleinen Ausnahme mit Dirk Schulz, der hier im Moment nicht mit dabei ist. Schade eigentlich. Der hat uns ein bisschen beim Testen geholfen und der hat uns ein bisschen bei unserem Modpack geholfen, beziehungsweise bei unserem Ressourcenpack. Da ist auch nochmal Dank an ihn, Dank vor allem auch an die Community-Mitglieder, die jetzt hier gerade momentan vor uns stehen. Ja, die dritte Seite des Quadrates, die wollte der Butze vorstellen. Er wollte, ich habe ihn gezwungen. Ich musste. Genau. Weil ich nicht wollte. Genau. Ich stelle mal die Mitglieder vor, es sind zwar nicht alle heute Abend da, aber fangen wir mal hier mit diesem wunderschönen Prachtexemplar von Mann an. Dankeschön. Ne, ich rede nicht von dir. Ach Mann, oh. 1-2 Stringlove, das ist unser neuestes Mitglied. Wir kennen ihn eigentlich unter dem Namen Apophis oder Max, je nachdem, keine Ahnung, ich kenne seinen ganzen Nickname noch nicht. Ja, da gibt es noch ein paar. Die werden wir auch noch rauskriegen. Ist eine Quest. Okay. Oha. Eine Endlos-Quest. Dann haben wir natürlich hier Dosh. Hallöle. Der teamt wieder mit Crazy zusammen. Der leider verhindert der ist. Der kann heute leider nicht da sein. Aber der ist bestimmt beim nächsten Mal dabei. Trivulo natürlich. Das wäre eine Staffel ohne ihn. Und richtig. Dann gibt's uns zwei Hübschen noch. Juhu. Den lieben Butze und Bakerman. Genau. Ja, so. Das waren sie. Und jetzt völlig unvorbereitet darf der Dosh nämlich mal die Leute, die hinter mir stehen, noch vorstellen. Das ist nämlich eine kleine Überraschung, die wir für euch haben. Ein bisschen, wer im Chat mitgelesen hat, wird das sehen können oder gesehen haben. Aber der Dosh darf sie jetzt erstmal vorstellen, oder? Ja, und ich muss sagen, das kam wirklich überraschend. Und zwar, in dieser Staffel gibt es dann noch so ein paar gewisse Herren, besonders dieser hier, der mich in der letzten Staffel ja indirekt ein bisschen sehr aufgeregt hat. Und zwar der most famous, berühmte Gregorius T. Erstmal der Löhne. Und natürlich noch aus der zweiten Staffel war das, ne, Baker? Ja, glaub schon. Bekannt der Mega Freak. Ja. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, Gregorius T. ist der Mod-Entwickler von GregTech. Und Mega Freak ist von Exfasels, oder? Genau. Ja. Boah, ich hab's ja dann noch geschafft. Super. Es haben leider ein paar nicht geschafft, hier vorbeizukommen. Die meisten davon sind aber theoretisch, sag ich mal, bekannt. Einerseits hatten wir noch eingeladen, was wäre Gregorius T. ohne unseren guten Thunderdark? Der war übrigens gegen 7:30 da. Okay, vielleicht kommt er dann doch nochmal. Also Thunderdark hat sich angekündigt, häufiger hier vorbeizuschauen. Dann haben wir noch den guten Herrn Aroma 1997. Ich hoffe, der guckt sich die Live-Aufnahme dann morgen oder nächsten Tagen an, weil der hat noch was ganz Tolles vor, nämlich der macht Urlaub frechtags. Ja, so gut, warum auch nicht? Ne? Ja. Wer hat hier eine Glasflasche? Irgendjemand hat hier eine. Okay, gut. Und er geht ins Wasser. Also Aroma 1997. Dann haben wir noch den guten Sanga, der ab und zu mal hier bei uns vorbeischauen wollte. Den Entwickler von Open Computers, der heute leider auch ein bisschen verhindert ist. Aber nicht im Urlaub, sondern der ist gerade im Prüfungsstress.
Deswegen sei er an dieser Stelle auch entschuldigt. Vielleicht guckt er heute nochmal vorbei. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und zu guter Letzt wollte er noch ab und zu mal vorbeischauen, der gute Vexatos. Das ist jemand, dem die wenigsten Leute, sag ich mal, bekannt, ja, den wenigsten Leute bekannt ist. Aber ohne Vexatos wären, sag ich mal, 95% der Mods nicht in Deutsch erhältlich. Meine. Da ist der Dirk. Hm? Genau, da ist der Dirk. Wo ist er? Da ist er, da ist er, der Dirk Schulz. Der gehört noch quasi zu unserem Community-Bereich. Ist er im Teamspeak? Nein, ist nicht im Teamspeak, okay. Wie gesagt, er hat sich als Beta-Tester zur Verfügung gestellt und hat auch an unserem Texturenpaket ein bisschen rumgeschraubt. Herzlichen Dank dafür. So. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt ist er da. Ah, er darf bloß wahrscheinlich noch nicht rein. Kann ihn mal jemand runterschubsen? Oh. Ah, danke schön. Ja, hallo Dirk. Hallo. Guten. Also ich, hallo. Wir haben dich gerade schon mal kurz vorgestellt als Beta-Tester und Texture-Pack-Artist bei uns. An dieser Stelle nochmal. Dankeschön. Ah, Dankeschön. Hallo. Ah, okay. Ja. Wir haben hier ein komplett neues Modpack, das ziemlich viele Merkwürdigkeiten drin hat. Achso. Auch ein Ziel war im alten Community-Server mit dem Flughafen. Ah, okay. So. Eine Sache, und zwar, wir haben in dem Modpack, das heute rausgekommen ist, noch einen kleinen Bug drin. Den zeige ich euch einfach mal ganz kurz hier gleich online. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich unten auch den IRC-Chat schon ein bisschen gesehen, dass da bei uns hier so ein bisschen die Leute, die in Twitch schreiben, hier unten dann automatisch auftauchen. Ein kleiner Bug, das taucht jetzt bei vielen häufiger auf. Wenn ihr das Ding loswerden wollt, wird in der Version in den nächsten Tagen, die rauskommt, weg sein. Einfach hier einmal auf Serverlist diesen hier klicken und einmal Delete drücken. Yes und Back und schon hat man das Ganze nur noch einmal. Weil momentan wird es vom Client und vom Server angezeigt bei uns hier. Und natürlich bei euch am Client, wenn ihr es nicht haben wollt, auch gleich rausschmeißen. So. Ich würde sagen, ich übergebe jetzt aber mal das Wort an den Sepp. Völlig unvorbereitet, denn der Sepp führt uns hier mal ein bisschen rum. Nein, natürlich nicht. Ja, ich habe es nicht verkehrt gemacht, denn der Olli macht das. Ha, was? Der Olli. Party. Ja, der Olli führt uns hier ein bisschen rum und wird uns an eine Besonderheit dieses Let's Plays noch heranführen. Das ist auch so ein kleines, ja, wie soll man das so schön sagen? Feature. Was Besonderes, oder? Feature, genau. Und ich würde sagen, der Olli geht einfach mal vor. Ja, dann kommen Sie mal mit. Ja, da kommen wir mal mit. So eine wunderschöne Lobby. Ja, Lobby. Die uns vorhin zusammengestürzt ist. Alle immer diese Lobbyisten. Schön im Gänsemarsch hier. Was für ein grauenvoller Ton ist das denn? Warum höre ich mich selber? Yay, ich darf an den Betrivolo gehen. Direkt am Eingang haben wir den wunderschönen Aufzug von Pneumaticraft. Ui, okay. Und hier, ja, der Lobbybereich. Eine wunderschöne Terrasse. Irgendwie leckt's hier. Jo. Oh, ah, wie, du? Alter. Kann gerade den wunderschönen Sonnenaufgang genießen. Oh. Bei mir mit einer wundervollen Ecke. Und ich stehe auf einer Pflanze. Sag mal, wie kriege ich denn bitteschön die Sounds aus? Die sind ja wohl richtig nervig. Also mit Advanced OpenGL geht's auf jeden Fall leicht unlaggiger. Jetzt müssten wir uns alle mal einen Aufzug quetschen. Ich glaube, das machen wir nacheinander. Okay, ich gehe erstmal ganz nach unten zu den unwichtigen Sachen. Aua. So oder runterfallen, das natürlich auch. Scheint wohl die Physik wieder zugeschlagen zu haben. Im Strandbad? Tschüss. Richtig. Aber recht schön gebaut, muss man sagen. Ja, einfach nur ein Gimmick, also, da den Strand nochmal ein bisschen ausgenutzt. Genau, wenn wir schon da haben, nicht? Also dann muss man hier eben schon ein bisschen was dafür sorgen. Ja, also hier, wirklich sehr, sehr hübsch gelungen, muss man schon sagen. Auf jeden Fall. Danke, danke. Das,
Und jetzt sollten wir ja eigentlich mal zu dem Special Feature mal kommen, oder? Ja, das wäre der Abreiselink. Ja, ich bin drauf gekommen, sehr gut. Bei mir hängt das Spiel gerade. Und hier teilt sich nun auf in Community und Let's Play Bereich. Keine Ahnung, wo ihr seid. Abreiselink. Genau, Abreiselink. Nicht Anreise, Abreise. Ich warte mal auf den Aufzug, ne? Der Aufzug ist überfordert. Genau. Einfach runterschauen, es gibt doch zwei. Hier bei der Let's Player Abreise ist noch was kaputt. So. Ich fehle. Hat die Physik zugeschlagen. Boah. Dreckfassen. Auch nicht schon. Fassen wir das mal zusammen. Wir haben jetzt hier auf demselben Server. Selber Hallo, Raupe. Ja. Haben wir hier einen Community- und einen Let's-Player-Bereich. Das heißt, ihr könnt bei uns auch mit dabei sein. Wie ich hier gerade sehe, wird schon der Link zu unserem Modpack hier rumgereicht. Genau das ist das, was ihr in eurem Technik-Launcher einbauen sollt. Bitte euren Technik-Launcher noch auf 2 GB stellen, denn ohne 2 GB wird es wahrscheinlich nicht gehen. Dringend 2 GB und dann Modpack runterladen und dann braucht ihr natürlich noch die Server-URL. Die Server-URL, richtig tippen, URL, lautet minecraft.bakermanlp.de. Und Twitch verzögert das tatsächlich um eine etwas lange Zeit, das ist schon richtig. So, hier habt ihr noch die Server-URL. Wir haben insgesamt 30 Slots frei. Ich hoffe, der Server packt das heute, wir werden das gleich sehen. Die Leute, die sich hier frisch anmelden, können nur auf den Community-Bereich gehen. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Olli das auch mit mir dann zusammen hinkriegt, dass wir dann alle in Let's Player dann noch in den rechten Bereich kommen können, nicht? Ja. Alle, oh mein Gott. Nein, also alle Let's Player hier in den rechten Bereich. Ne? Also ja, wir wollen hier schön sauber trennen. Warum wir das so gemacht haben? Erstens, die Community ist ein bisschen, ja, sagen wir mal so, näher bei uns. Die nutzen wir gleich schon die Plätze aus. Und wir haben natürlich auch vor, den ein oder anderen Community-Event dann mit euch zusammen zu planen und natürlich auch dann zu durchzuführen. Wahrscheinlich auch immer wieder mal mit einem Livestream. Ich bin mal gespannt, was da für Ideen so alle kommen. Ihr könnt uns natürlich auch gewisse Dinge vorschlagen, ist klar. Modpack-Link ist broken, das glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz. Mit welchem Mod ist was gemacht worden? Die einen Fisch anmelden. Was für ein Fisch? Oder meint ihr frisch? Okay. Gut. Vielleicht, also. Vielleicht hat er den Link direkt geklickt und deswegen denkt er, er war broken oder so. Hm. Wichtig bei dem Link ist, bei dem Link inklusive http://// eingeben. Das ist wichtig. Bin ich vorreingefallen. Ha! Und dann haben wir auch den Allheimer-Jung, der heute Nachmittag schon ein bisschen bei uns mitgelauscht hat. Aber dem haben wir nur so halbe Hinweise gegeben und er konnte sich nicht zusammenreimen. Aber jetzt kann das, glaube ich. Haha. Okay. Also warten wir mal, bis die meisten Leute hier kommen. Wir können uns schon mal einstweilen hier nach links und nach rechts vergeben, weil die Welten sind alle frisch aufbereitet. Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich funktionieren, nicht? Ja, das hat noch nicht jeder Rechte dafür. Ja. Ich bin schon falls schon tippen. Okay. Kann mich nicht mehr bewegen. Muss Shift. Oh, ja. Da ist ein Block abgestürzt. Okay. Lassen wir den mal hier stehen. Bräuchte mal so. Wasser. Wurzelt in der Kiste gestellt. Toll. Ja, das war das, warum ich gesagt habe, wir brauchen wahrscheinlich einen Wasserspender hier. Aber gut. Auf mich hört man ja nicht, nicht? Du hast einfach zu lange gequatscht hier am Anfang. Achso, ja, ich kann nur einmal nehmen. Achso. Kann so, das nicht verwenden. Warum wir jetzt hier alle Wasser trinken, liegt an einem Mod, den wir drin haben, und zwar an dem Mod EnviroMine. Wir werden alle durstig und wir werden alle irgendwann sterben. Wahrscheinlich, naja, egal. Ja, kommt vor. Mal gucken, ob Crazy mal wieder seine 50 schafft diesmal. Ja, ich sorg dafür. Du sorgst dafür. Sehr gut, wunderbar. ja, gut. Wichtig sind ein paar andere Parameter noch, auf die werden wir so nach und nach im Spiel, glaube ich, eingehen. Deswegen würde ich sagen, wir werden jetzt hier mal
Wie sieht's aus, Olli? Können wir langsam? Hüpft. Oder? Hüpft. Gut. Hüpft. Also, ihr braucht keine Angst haben. Einfach hier rein und abwarten. Ui. Abwarten. Abwarten. So, dann stürzt ihr ungefähr von 250 Blöcken bergab und werdet oben sterben. Natürlich nicht werdet ihr sterben, sondern ihr geht hier einfach dann aus dem blinkenden Teil raus, runter und schon seid in eurer Let's Play-Welt. Beziehungsweise in eurer Community-Welt, je nachdem. Eine kleine Besonderheit, wir mussten auch schon Nether-Portale aufbauen, sonst hätte unsere Konfiguration nicht funktioniert. Es ist nicht empfehlenswert, ohne passende Ausrüstung in den Nether zu gehen. So viel sei als Warnhinweis gegeben. Wer es trotzdem tut, muss mit den Konsequenzen leben. Wo ist das Portal? Neben dir? Ich sollte echt mal die Augen aufmachen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich. Aber es ist später am Abend, ist schon klar. So, ich würde sagen, wir sollten hier mal loslegen. Ja, das war ja klar, dass er wieder aggressiv wird. Hallo? What? Spielen. Schön miteinander spielen. Puh, ich mach mein eigenes Let's Play auf. So, mach doch dein eigenes Süppchen. Da sind wir in der unberührten Natur. Genau. So, die Bäume hier werden wahrscheinlich... Oh, geht? Geht. Die Physik Engine funktioniert auch bei Bäumen. Ja. Das ist ja cool. Welche Mod foltert uns im Nether? Hm? Welche Mod foltert uns im Nether? Ach du Kacke. Ja, die Physik funktioniert nicht ganz 100%, ne? Nein, also nicht 100%ig, aber... Ja, schön. Wir kriegen das schon mit der Noni. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nicht mehr bewegen. Doch, jetzt kannst du. Das ist schon scheiße. Oh, ich wollte nicht runter. Ich wollte nicht runter. So, also erstmal Bäume kloppen und dann Werkzeuge ist auch noch so ein Thema. Wir haben wieder mal, wie das letzte Mal, Tinkers, Tweaks mit drin. Und wir haben noch so einige andere Frechheiten eingebaut, wobei noch nicht alle funktionieren. Ach ja, lieber Zombie. Greg, deine. Ja, lauf! Lauf, Forest, lauf! Ich kann ihn mit dem Buch bewerfen. Warte mal. Na, er reagiert nicht auf Buch. Schade. Ich laufe auch mal. Also ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Clay gefunden, ne? Also Schmiede können wir schon mal anfangen. Clay ist gut. Clay, Sand und was war das letzte noch? Gravel. Ist ja auch. Genau. So, wo ist der Baum? Das ja, oh, da wird schon. Was war das gerade? Auf der Community-Seite sind eine Menge was. Wir haben fallendes Holz. Willkommen in der Welt der Physik. Genau. Ach du Scheiße, es wird Nacht. Ach, da ist ein neuer Zombie. Es wird Nacht. Wurde jetzt gesagt, du hast zu lange geredet? Buch gegen Schwert. Buch gegen Schwert. Wer gewinnt? Komm, gib mir dein Schwert. Ach, wenn ihr alle Holz sammelt, dann gehe ich mal nach Gravel Ausschau halten. Gravel und Sand. Beziehungsweise Gravel ist erstmal wichtiger, weil aus Gravel bauen wir uns nämlich dann quasi unsere ersten Werkzeuge. Gesetzte Blöcke kann man nicht mehr abbauen, oder? In den inneren 32 um den Spawnpunkt herum, nein. Gut, dann bleibt die Workbench stehen. Ja, da bleibt sie stehen. Ist doch okay. Soll uns doch nicht großartig stören. Ja, also das Environment, das wird uns schon noch fröhlich begleiten. Wir haben auch noch andere Frechheiten eingebaut, wie zum Beispiel Wasser ist nicht mehr unendlich. Das funktioniert dann leider nicht mehr so ganz, nicht? Da müssen wir an einigen Ecken umdenken. Oder mal Sand. Ja. Es war doch immer so, du hast... Ich habe keine Ahnung, was du mit dem Werkzeug gemacht hast. Aber scheint, ist ja komplett... Oh, Alter, wer ist das? 1, 2, 3, okay. Sorry, I'm on Mutant. Bei wem ist denn das? Bei Dirk. Tut mir leid, ich muss den jetzt muten. Irgendwie, Werkzeug scheint ja gar nicht so richtig zu funktionieren, kann das sein? Du brauchst ein Holzstück, also zwei Holzsticks und Flint. Damit kannst du dann dein erstes Werkzeug machen. Da gibt es die Greg-Deck-Variante und die Tinker's Construct-Variante davon. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht auch mal so ein bisschen einbauen. Ja, wäre ganz praktisch. Ich versuche gerade hier... Du, Glowstone-Rüstung, ich glaube, du spinnst. Oh auch. Ja. Oh oh. Epic Battle! Oh oh. Jetzt lässt er sich gar nicht mehr. Black Battle. Ja. Ja, komm, weg. Ich bin fast tot, bin fast tot. Gemeinsam schaffen wir es. Gewonnen! Erster Server tot? Nein.
Was mir hier fehlt, ist eine... Ah, jetzt habe ich sie. Schon gut, mir fehlt gar nichts. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Oh, mit dir. So ein Creeper. Übrigens, Creeper-Damage ist natürlich auch an. Ah, Creeper, weg hier. Ja, wer klug, den jetzt hochgehen zu lassen. Bam, schön erwischt. Aua. Das ist mir zu tief. Mir, ich hab zu kalt. Wo ist mein Grab? Hier ist Lava. Lavasee. Wo ist der? Jetzt werden es zu viele. Ja, die Einstellungen sind ziemlich heftig. Au, au. Ich glaube, ich lasse mein Grab stehen. Und Zuckerrohr. Zuckerrohr ist auch gut. Das baue ich hier gleich an den alten Bach hier. Aber wisst ihr was? Oh, das sorry, Becker. Ja, nee, so schlimm. Ich bin hier. Oh, hier ist übrigens auch nicht die falsche Einstellung. Adblazer-Tour, das werden wir dann noch sehen, wenn es soweit ist. Freu dich erstmal auf die nächsten Tage. Vanilla bei mir, da hast du mehr als genug Nether zu gucken. Oh, hast du eine Nether-Tour gemacht? Zwei Stunden Nether? Aber ohne Sterben oder so. Ja, es kam zu spät. Oh oh. Creeper! Was ist er denn? Creeper! Oh, oh Mann. Eigentlich kannst du unseren Abreiselink zerstören hier. Verschwinde. Den dürften sie nicht zerstören können, theoretisch. Theoretisch. Praktisch haben wir da. Haben wir vielleicht ein Problem. Ah, die können doch hier kaputt machen. Können sie das dann kaputt machen, auch wenn es am Spawn ist? Nein, Spawn, wenn oder? Spawn Protection an ist, dann an. Gilt das gegen Wie alles. Groß ist ein Spawn für alles. Protect? Bumm. 32 Blöcke, sagt 32 er mir. 32 Blöcke sein. Ja, Glowstone-Rüstung. Creeper hat ja doch gerade ein Loch im Boden gemacht. Dann kann er das auch mit. Ja, dann vielleicht. Dem Hütchen. Weißt du was? Vielleicht pfeift uns der Creeper einfach was. Ah, das ist noch ein Skelett. Jetzt habe ich den Erfriereffekt. Ja, den hat er jetzt länger. Was ist denn der Erfriereffekt? Ich habe zu viel getrunken. Nee, es ist zu kalt. Hallo! Hypothermia. Au. So, wie würden die meisten jetzt sagen? Oh, Diamanten so weit oben. Nein, es ist Apatit. Verdammt! Ja. Ach ja, genau, das ist auch noch eine Frechheit, die wir ein bisschen eingebaut haben. Natürlich haben wir die Erzvorkommen ein bisschen verändert. Das ist natürlich.